Immer mehr Menschen flüchten aus der Ukraine Richtung Rumänien, Polen und Ungarn. Aber auch in Hessen sind die ersten ukrainischen Geflüchteten angekommen. Hinter mir, das ist die hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Mindestens 16 Menschen aus der Ukraine sind jetzt hier angekommen. Das hat uns das Regierungspräsidium in Gießen bestätigt. Sie sind im Moment in Corona-Quarantäne und diese Menschen sind wohl noch mit dem Flugzeug angekommen. Aber auch die Landkreise in Hessen bereiten sich vor auf Flüchtlinge. Der Landkreis Gießen zum Beispiel hat eine Wohnungsbörse eingerichtet und sagt, hier kann man sich melden, wenn man Wohnraum zur Verfügung stellen kann. Und der Land-Dill-Kreis sagt uns, dass bereits vom Kreis aus Wohnungen angemietet würden. Wer helfen kann und Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen kann, der kann sich melden. Und Infos dazu, die gibt es auch bei uns in Web und App.